Herzlich willkommen bei Alexa Coached. Ich bin Dr. Alexa Iwan, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich möchte dir mit diesem Format helfen, dich besser zu ernähren. Du bist berufstätig oder vielleicht schwanger, hast kleine Kinder, wenig Zeit, vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel Geld, kannst nicht ganz so gut kochen oder es fehlen dir einfach die gesunden Kochideen? Gar kein Problem. Ich stelle dir hier Menschen vor, denen es ganz genauso geht wie dir und ich zeige euch allen gemeinsam, dass gesunde Ernährung kein Hexenwerk ist, sondern dass man einfach nur ein paar simple Tricks kennen muss. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die Isabelle hier bei mir in der Küche begrüßen darf. Viele von euch werden sie kennen. Hallo Isabelle. Hi. Sie ist Schauspielerin, sie ist Mami-Bloggerin, macht ganz viel inzwischen in den sozialen Medien und hat natürlich zwei Kinder, richtig? Das ist richtig. Wie alt sind die? 3 und 1 Jahre. Isabelle und ich, wir werden hier heute zusammen kochen. Es geht natürlich um das Thema Familienernährung. Mhm. Wie würdest du denn generell eure Ernährung in 3 Worten beschreiben? Ich würde sagen, gesund, ausgewogen und simpel. Was ist für euch, sagen wir mal, so die Mahlzeit, die am wichtigsten ist im Tagesverlauf mit der Familie? Ja, ich würde schon sagen, das Frühstück. Okay. Das Frühstück. Also da versuchen wir auch in der Woche, wenn die Mäuse dann in die Kita gehen, dass wir wirklich früh genug aufstehen, dass wir erstmal zusammen am Frühstückstisch sitzen, uns unterhalten. Und dann finden wir uns oft dann eben abends auch wieder zusammen. Und am Wochenende sitzen wir also alle Mahlzeiten, ne? Morgens, mittags, abends. Wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen weiter. Super. Und wir kochen natürlich zusammen. Es gibt heute einen flinken Fischtopf. Nämlich. Und das sind meine 3 Tipps für ein entspanntes Familienessen. Familienmahlzeiten, gemeinsame Mahlzeiten sind unendlich wichtig für kleine Kinder, denn sie lernen dabei nicht nur Essen, sondern noch ganz, ganz viele andere Dinge. Eltern sollten hier immer Vorbilder sein. Und kochen und kleine Kinder bespaßen, das kann durchaus funktionieren, wenn man auch mal 5 Grad sein lässt und die Kinder vielleicht mit ein paar Küchenutensilien spielen lässt. Und noch schneller kann das Ganze gehen, also zeitsparender, wenn man zum Beispiel vorgeschnittenes Tiefkühlgemüse verwendet oder auch mal ganz bewusst ein paar Reste produziert, die man am nächsten Tag wiederverwenden kann. So, beim Kochen für und mit Kinder spielt Zeit eine ganz wesentliche Rolle und deswegen kochen wir heute, Isabelle, eben wie gesagt einen Fischtopf. Es passiert alles in einem Topf und es sind im Grunde genommen auch nur einige wenige Zutaten. In der Hauptsache Kartoffeln, dann natürlich Möhren, für Kinder ganz wichtig, das enthaltene Beta-Carotin, ne? Wandelt der Körper in Vitamin A um, ganz wichtig für die Augen. Brokkoli enthält ganz viel Vitamin C und ganz viele andere gute Inhaltsstoffe. Und dann natürlich einen Lachs habe ich diesmal gekauft, einen Fisch, weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, Omega-3-Fettsäuren sind für die kindliche Gehirnentwicklung ganz wichtig. Und das schmeißen wir gleich alles in einen Topf und machen ein, ich hoffe, es schmeckt euch auch, wie ich finde, sehr leckeres Gericht daraus. Vielleicht prima. Magst du mit den Kartoffeln anfangen? Das mache ich. Gemüse ist immer das Thema bei Kindern. Ja, wir wollen, dass Kinder viele Nährstoffe aufnehmen und die haben halt im Vergleich zu uns einen höheren Nährstoffbedarf, weil sie einfach nicht so viel essen. Gemüse ist halt das, wo am besten die Nährstoffe drin sind. Aber man muss jetzt auch nicht, sag ich mal, überdogmatisch werden. Ja, das stimmt. Ich finde auch, die übernehmen halt auch viel, ne? So wie absolut. Die Eltern sich ernähren. Also die schauen sich auch viel ab. Da hast du jetzt einfach nur Brühe reingemacht. Genau, ja? Ich habe jetzt einfach ein bisschen Brühe, auch gar nicht so viel, gar nicht das Gemüse schwimmend kochen. Das ist ja auch so etwas, was viele Menschen machen, dass sie Kartoffeln schwimmend kochen und dann kochst ja. du natürlich die ganzen Nährstoffe raus. Ist ja klar. Das geht dann. Gott, das mache ich auch immer. Ja, das geht ja in das Kochwasser. Nee, immer unten nur so ein ganz bisschen Wasser und die Kartoffeln und das Gemüse schön mit Dampf. Genau, im Dampf so. Garen lassen. Dann bleiben die Nährstoffe drin. Mutti, das hast du mir aber falsch beigebracht. Wir lassen jetzt die Kartoffeln und die Möhren jetzt einfach so mal so 20 Minuten, 15, 20 Minuten garen und ja. gehen jetzt mal zum Fisch. Aber Fisch ist ja immer mit Gräten verbunden und da muss man bei Kindern natürlich total genau gucken. Also beim Lachs würden die Gräten halt hier in der Mitte sitzen. Die kann man dann auch fühlen. Also hier ist zum Beispiel eine. Aber im Grunde genommen ist das schon sehr gut vorbereitet von der Fischabteilung. Aber ich kontrolliere das trotzdem immer noch mal. Hier vorne zum Beispiel sitzt auch noch eine. Und jetzt kann man so eine Pinzette nehmen, egal was für eine, auch aus dem Badezimmer und zieht die so raus. So, Isabelle, es kann weitergehen. Jetzt kann der Brokkoli hier rein. Dankeschön. Schön. Also die Kartoffeln haben jetzt so 10, 12 Minuten gekocht. Und ich mache das jetzt immer so, dass ich einfach den Lachs hier oben drauf stelle. Der braucht ja nur 4, 5 Minuten, genau wie der Brokkoli. Ja. Insofern
legen wir den jetzt einfach oben drauf und der gart in dem Dampf mit. Und es ist dann wirklich ganz feiner, gekochter Fisch, im Geschmack gar nicht so wahnsinnig aufdringlich. Deckel drauf. Und im Grunde genommen haben wir jetzt unser ganzes Essen hier in einem Topf. Das finde ich immer super, weil man hinterher nicht so viel sauber machen muss. Ja. Und bisher ist es ja nur Brühe, was da drin ist. Jetzt kümmern wir uns mal um die Soße. Das ist jetzt so eine Pflanzencreme auf Haferbasis. Man könnte auch Sojacreme nehmen. Man kann natürlich auch ganz normale Sahne nehmen, gar keine Frage. Ja. Aber ich wollte mal was anderes machen. Das kommt gleich dazu und es wird mit Stärke einfach ein bisschen gebunden. So, das tue ich jetzt einfach noch mit dazu. Das kocht einfach dann ein bisschen mit. Kocht dein Mann eigentlich auch? Ja, klar. Ja, ja. Schön. Auch immer besser. Schön. Hat sich da richtig gut reingefuchst. Und unterscheidet sich das, was er kocht oder wie er kocht von deinem? Er hat sich schon viel abgeschaut, was ich so koche, aber er ernährt sich jetzt auch schon seit einem halben Jahr vegan. Okay. Also wir ernähren unsere Kinder jetzt nicht vegan, aber es gibt doch immer mal wieder Gerichte, die dann eben auch mitessen. Ja. Ja, und das klappt echt ganz gut. Ja. Und das ist auch sehr lecker. Und für Kinder ist ja, Essen ist auch ein Lernprozess. Du musst ja mal verschiedene Dinge kennenlernen. Wie sollst du es sonst beurteilen können? Das stimmt. Insofern ist es immer toll, wenn sie die Möglichkeit haben. So, wir lassen das noch ein bisschen kochen und kümmern uns jetzt mal darum, dass wir das gleich ein bisschen andicken können. Ja. Das ist einfach nur Wasser. Das ist jetzt auch eine pflanzliche Alternative zu Stärke, aber man kann auch ganz normal Stärke nehmen. Das wird immer in kaltem Wasser angerührt. Ne? Und dann kann man, wenn das gleich hochgekocht ist, dicken wir damit zum Schluss ein bisschen die Soße an. Was ist denn eigentlich so das Lieblingsessen deiner Kinder? Ja, total simpel eigentlich. Nudeln. Nudeln? Ja, Nudeln. Bei Ella Nudeln mit Butter und bei Fritz Nudeln mit Tomatensauce. So, wie ist das in der guten Familie mit kleinen Kindern? Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es dir schmeckt. Ja. Also ich finde es richtig lecker. Und du kannst ja, also ich finde immer, man sollte es erstmal so servieren. Und wer keinen Brokkoli mag, darf den ja durchaus zur Seite tun. Und wenn es ganz kleine Kinder sind, kann man aber auch hier so mit der Gabel, ne? Und das ist ja bei manchen Kindern ist ja das auch dann das Mittel der Wahl, um sie dazu zu bewegen, doch noch was zu essen. Also zusammengefasst gilt für mich bei einem erfolgreichen und leckeren Familienessen besser mit wenigen frischen, gesunden Zutaten kochen als irgendwelche Packungen aufmachen, Fertiggerichte oder Fastfood verwenden. Wir haben jetzt hier 5 Zutaten in 25 Minuten gekocht und ein total leckeres Essen gezaubert. Also so einfach kann es gehen. Den Zeitaufwand überschaubar halten, damit die Kinder sich nicht langweilen. Und wenn sie sich langweilen, sie ruhig in der Küche mal mit ein paar Küchenutensilien spielen lassen. Danke, Alexa, für die tollen Tipps. Also schmeckt auch so gut. Ich werde das auf jeden Fall zu Hause mal nachkochen. Sehr gerne, Isabel. Ich freue mich, dass du da warst und uns ein bisschen hast teilhaben lassen, auch an deinem Familienleben. Ja, und wenn ihr den flinken Fischtopf auch einmal nachkochen möchtet, dann findet ihr das Rezept in der Infobox. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr einmal kommentiert, ob es euch und vor allen Dingen euren Kindern genauso gut geschmeckt hat wie uns beiden hier. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. Ich sage Tschüss bei Alexa Coached. Ciao. Ciao. We'll be right back.